Ja, meine Freunde, was geht? Und wir regieren nach über einer Woche, nein, es ist fast zwei Wochen hier, endlich wieder auf ein neues Video. Und ja, ich möchte auch endlich wieder ein bisschen einläuten, dass hier wieder aktiver Videos mit oder aktiv Videos kommen. Es tut mir natürlich leid, es ging einfach gesundheitlich die letzten Wochen nicht. Aber das soll keine Entschuldigung sein, deswegen fetze ich heute gleich mal zwei Videos raus. Abonniert unseren Channel gern, falls ihr das noch nicht habt. Schaut auch immer gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind mal unten in der Bio, mein Privat auch. Und ja, wir reagieren heute auf so ungesund ist Coca-Cola wirklich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich trinke es, man kann nicht sagen, man kennt das Getränk nicht oder so, aber ich trinke es echt, ich probiere es zu vermeiden, aber gerade bei manchen Sachen, da kannst du es nicht vermeiden. Nach im Geschäft oder so, ja, was oder irgendwie im Restaurant, was wollen sie? Eine Cola. Das ist halt einfach so ein Standardspruch, der sich über Jahrzehnte, nicht sogar, ja, Jahrzehnte angereiht hat. Aber ich will mich nicht länger verquatschen, wir starten direkt los, abonniert gern und los geht's. Coca-Cola befindet sich im Wandel. Die äußerst beliebte Coke Zero heißt jetzt Zero Sugar und sieht dem Original deutlich ähnlicher als vorher. Der Konzern setzt in den kommenden Jahren speziell auf diese zuckerfreie Alternative, um zu wachsen. Dann gibt es ja auch noch Coca-Cola Light, was nicht dasselbe die Green ist, gibt's nicht mehr, weil sie leichter schmeckt und nicht quasi Cola, aber ohne Zucker ist, sondern ein eigenes Ding. I mean, whatever, I guess. So oder so hört man immer wieder die unterschiedlichsten Dinge über Coca-Cola Light und Zero. Vielleicht kennt ihr es. Und nein, das ist totales... Also die Light und Zero sollen ungesünder sein als die normalen? Ich freue mich mal. Da ist Aspartam drin, das, Moment, verursacht Kopfweh, Gedächtnisverlust, Anfälle, Sehstörungen, Koma und Krebs. What? Erhöhen Softdrinks mit Zuckerersatzstoffen das Risiko für Herzerkrankungen drastisch? Machen Leitgetränke den Magen kaputt? Macht Süßstoff hungrig auf Süßes und dann wird man dadurch letztlich doch dicker? Im Internet findet man alle möglichen das Artikel. Ist fake, und oder? Häufig greifen die leider ein wenig zu kurz. Einzelne Studien werden wild hin und her geworfen. Wie ungesund ist Coca-Cola Zero wirklich? Ist es die bessere Alternative zur klassischen Coke? Zu welcher von beiden solltest du greifen, wenn du Bock auf eine Cola hast? Die normale, oder? Die Antwort ist gar nicht mal so einfach. Okay. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Was trinkt ihr? Welcher Typ seid ihr? Ich muss sagen, klar die normale Zucker Cola, aber auch die Light war gut. Der durchschnittliche Deutsche nimmt einfach nur viel zu viel davon zu sich. Und zu viel Zucker ist schlecht für die Zähne, kann übergewichtig machen und je nach Lifestyle zur Entstehung von diversen Krankheiten beitragen. Diabetes. Vor allem Softdrinks sind hier gefährlich. Man nimmt ordentlich Kalorien zu sich, ohne dass der Hunger gestillt wird. Okay, dann ist eine Cola ohne Kalorien und ohne Zucker wohl ganz offensichtlich die bessere Alternative. Doch, Moment. Was ist mit der Behauptung, dass der Süßstoff in Leitgetränken krebserregend ist? Das wurde tatsächlich lange sehr kontrovers diskutiert. Verantwortlich sei vor allem der Süßstoff Aspartam, der unter anderem auch in Coke Zero und Cola Light verwendet wird. Ich bin sehr gespannt. Um den ranken sich allerlei Verschwörungsmythen. Siehe unser Zitat von der Seite Zentrum der Gesundheit, von der ihr euch fernhalten solltet. Aber naja. Nach Warnsignalen aus Tierversuchen oder einzelnen Studien stellten ausführliche Studien keinen Zusammenhang zwischen Süßstoffen und Krebs an Menschen fest. Kurz Bullshit. Süßstoffe machen nicht unmittelbar krank und verursachen auch keinen Krebs. Sie wurden von riesigen Kontrollbehörden wie der Europäischen Food Safety Authority geprüft und zugelassen. Das Video von MyLab zu dem Thema können wir euch an dieser Stelle übrigens definitiv ans Herz legen. Aspartam und andere gängige Süßstoffe wie Acesulfam K werden aber auch im Hinblick auf indirekte Risiken seit Jahrzehnten erforscht. Schlecht es für den Darm. Es gibt einige recht große Studien, die einen Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dem regelmäßigen Konsum von Leitgetränken festgestellt haben. Das könnte möglicherweise daran liegen, dass künstliche Süßstoffe eventuell eine Glukoseintoleranz hervorrufen könnten. Alter, das ist ein Vorbot. Das ist ein Wahnsinn. Das soll, diese künstlichen Zeugs soll dich eigentlich davor schützen und macht dich in Wirklichkeit irgendwie von anderen Sachen noch abhängiger. Das ist ja irgendwie sehr, das ist ja wie wenn ich einen geraden Weg gehe, eine Umleitung fahren muss und der gerade Weg eigentlich eh offen ist. Also, okay, es ist ein blödes Beispiel, aber trotzdem, also das ist so strange. ...von Diabetes Typ 2. Einige Experimente deuten zum Beispiel darauf hin, dass künstliche Süßstoffe unsere Darmflora schädigen könnten. So nennt man die ganzen Mikroorganismen, die unseren Darm besiedeln und oh uns ja, zum Beispiel bei das der Verdauung ich die letzten helfen Wochen zu und gut. Erreger bekämpfen.
Diese Mikrobiota könnte aufgrund der Süßstoffe eventuell außer Balance geraten und zu viel Zucker produzieren. Der würde uns dann potenziell wiederum schaden. Aber es ist unklar, wie relevant diese Effekte durch Leitgetränke wirklich sind, wenn es sie denn gibt, wie sie sich langfristig auswirken und welche Dosis hier wirklich problematisch ist. Also es gibt da keine Studien in keine Richtung. Es gibt einfach zu wenig Forschung, um klare Aussagen treffen zu können. Viele Wissenschaftler glauben nicht, dass hier überhaupt ein Risiko besteht. Ultimativ ist auch völlig unklar, ob Menschen durch den Konsum von Leitgetränken wirklich anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden. Es könnte ja sein, dass Leitgetränke schlicht und einfach eher von Menschen konsumiert werden, die vielleicht ohnehin durch ihren Lebensstil oder ähnliches mit höherer Wahrscheinlichkeit eine solche Erkrankung erleiden. Okay. Kurz, viele Fragezeichen. Two. Selbst nach jahrelanger Forschung weiß man außerdem immer noch nicht endgültig, ob man am Ende trotz Zero Kalorien nicht doch einfach zunimmt. Tatsächlich. Das ist auch sehr lustig. Ich meine, es wird geforscht, ob Cola irgendwie, ob man durch Zero mehr zunimmt. Ich meine, dass da einfach dieses, dass das nicht transparent ist. Ich meine, da muss geforscht werden, ob Cola einen fetter macht. In Studien der also Zero Menschen, natürlich, die vermehrt Leitgetränke und allgemein solche künstlichen Süßstoffe konsumieren, dass das oft Menschen sind, die erhöhtes Körpergewicht haben und auch weiter ein Gewicht zunehmen. Das ist Dr. Peter von Philipsborn von der LMU München. Er ist unter anderem Experte auf dem Gebiet gesunder Ernährungsweisen und speziell Softdrinks. Jetzt ist die Frage, was ist da Hirn und was ist Ei? Ja, nehmen Leute zu, weil sie Leitgetränke trinken oder ist es genau umgekehrt? Vielleicht trinken Menschen ja auch Diet Coke etc., weil sie übergewichtig sind oder zugenommen haben und nicht noch weiter zunehmen wollen. Eventuell gibt es auch beide Effekte. Gibt es wahrscheinlich schon. Viele von diesen künstlichen Süßstoffen sind sehr, sehr intensiv süß. Und auch viele von den Leitgetränken haben ja eine extrem starke Süße. Und wenn man sich dann dadurch daran gewöhnt, dass alles süß schmeckt, dann kann es langfristig das Verlangen nach Süßen, nach Süße erhöhen. Das klingt durchaus durch ein paar Erkenntnisse aus Studien unterstützt. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich kann mir es nicht vorstellen, wenn man irgendwas Süßes trinkt, dass man noch mehr Süßes trinken will. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich brauche immer nach einer Dose Cola mal eine Flasche Wasser, weil es einfach so klebt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das, man hat kein Erfrischung oder kein... Das Durstgefühl wird einfach nicht gestoppt durch eine Dose Cola. Nicht eindeutig nachgewiesen und schlussendlich braucht es einfach weitere Forschung. Das ist auch ein mögliches Problem mit Leitgetränken, dass wenn Menschen denken, dass sie durch Leitgetränke ja Kalorien sparen und dann deswegen aus anderen Quellen mehr Kalorien zu sich nehmen. Anders gesagt, man nimmt die Cola Light, aber dafür dann vielleicht den extra dicken Burger und die große Pommes. Man sich dadurch ein bisschen besser fühlt. Das ist eine mögliche Erklärung, aber nicht nachgewiesen. Dass das dann theoretisch macht oder soll. Wollen Sie sagen, dass Pepsi also die Light noch fetter macht, als wenn man sich dadurch einfach gut fühlt? Denkt man sich, ach, da gönne ich mir noch einen Burger mehr. Gleichzeitig existieren ziemlich gute Argumente gegen diese möglichen Effekte. In der Wissenschaft gibt es sogenannte randomisierte, kontrollierte Studien. Hier teilt man Teilnehmer zufällig in zwei Gruppen auf. Mhm. Die eine Gruppe bekommt dann zum Beispiel das eine Medikament, die andere ein anderes. So kann man dann ziemlich zuverlässig schauen, welches der Medikamente besser wirkt. Und wenn man manche noch ein Placebo? Studien, klassische Softdrinks mit Zucker vergleicht mit Leitgetränken, dann sieht man, dass zumindest kurzfristig über einen Zeitraum von so einem halben bis zu zwei Jahren die klassischen Softdrinks zu einer Gewichtszunahme führen, die Leitgetränke aber nicht oder zumindest deutlich weniger. Ob das langfristig genauso ist, weiß wahrscheinlich man nicht. Noch nicht. Denn solche Studien über viele Jahre hinweg laufen zu lassen, ist einfach wahnsinnig aufwendig. Und unnötig, was braucht das man noch? Wir finden es spannend, wie schwierig es ist, die langfristigen Auswirkungen von Inhaltsstoffen auf den Menschen zu erforschen. Künstliche Süßstoffe. Ja, aber ich gebe doch, glaube ich, Warren Buffett, ich glaube, der heißt so, der ist ein Milliardär und der schwört auch drauf, ich glaube, der isst jeden Tag, der ist 100 oder so, und isst jeden Tag einen Burger mit einer Cola. Also ich glaube, eine Light Cola. Aber trotzdem, seit 30 Jahren oder so, 40 Jahren, isst er jeden Tag einen Burger mit einer Cola. Und dieser Mann ist über 100, also es trifft wahrscheinlich nicht auf jeden zu. Nach Jahrzehnten in vielen Bereichen immer noch weiter unter die Lupe genommen werden.
Bis dahin ist die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung laut Dr. von Philipsborn dennoch recht deutlich. Wenn du mal eine Cola trinken willst, dann sind Light und Zero nach allem, was man weiß, das geringere Übel. Das gilt für die Zähne und auch für das Gewicht. Künstliche Süßstoffe haben also definitiv ihre Daseinsberechtigung. Natürlich sind Light-Getränke trotzdem nicht unbedingt gesund, aber... In geringen Mengen ist das auch alles kein Problem so. Manchmal trinke ich auch sehr gerne Tonic Water. Das ist das Softdrink, was ich halt mag. Und ja, wenn man sich das hin und wieder mal gönnt, natürlich. Und ansonsten halt auf eine gesunde die Menge macht's halt aus. Stil achtet, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Cheers. Cheers. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich dachte mir, die ging generell auf das ganze Cola-Zeug ein. Dann ging es nur um Light und Normal und Zero und halt Normal im Vergleich. Was trinkt ihr am liebsten? Ich muss echt sagen, wenn ich mir eine Cola gönne, dann eigentlich die Normale. Weil ich finde, die Light ist jetzt nicht meins. Ich meine, ich fand die Life, wie gesagt, das war so eine grüne mit Stevia. Die war ziemlich cool, aber die wurde leider aufgelassen. Anscheinend wollten das nicht so viele. Ich fand das... ziemlich okay. Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Schreibt es gerne in die Kommentare und wie gesagt, sorry, dass so lange kein Video kam, aber auf TikTok, glaube ich, habe ich wirklich geguckt, dass jeden Tag, wenn nicht, aber jeden zweiten Tag mindestens eins kam, also schaut da auch gern vorbei, auch auf den von dem Kanal, meinen privaten. Alle Links wie immer unten und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.